80ern komplett durcheinandergewirbelt. Bis vor kurzem war die Studentenband Flames gerade mal in Mannheim ein Begriff. Jetzt kennt man sie überall. Möglich macht's ihr Hit Everytime aus der Afri-Cola-Werbung. Plötzlich stehen die vier ganz oben in den Hitparaden und können ihr Glück kaum fassen. Susanne Bessler. Wo der Putz bröckelt und Efeu rankt, blühen Talente im Verborgenen. In einer alten Mannheimer Stadtvilla beginnt das Märchen der Flames. Tief unten in den Kellergewölben spielen sie schon seit Jahren, die vier jungen Musiker, fast unbemerkt und vor allem zum eigenen Vergnügen. Doch vorbei ist der Dornröschenschlaf, dank eines magischen Zaubertrankes. Every time I see you, I wanna be with you. Diese 15 Sekunden Werbespot machten sie berühmt. Auf einmal wollten mehr Leute das Lied als die Cola. Ich glaube, wir sind eher drüber gestolpert, irgendwie wie reingestolpert. Also, wir wussten zwar, es wird charten, aber dass es jetzt Top 20 geht, damit hätte niemand gerechnet. Also es ist jetzt alles ein bisschen stressiger geworden. Ich muss halt irgendwie koordinieren mit dem Studium und aber es geht schon irgendwie. Vom Keller in die Hitparaden. Everytime geht eben ins Ohr und in die Beine. Die vier Mannheimer Studenten haben ein neues Swing-Fieber ausgelöst. Dabei stammt der Hit eigentlich gar nicht aus ihrer eigenen Feder. Terminabsprache mit dem Manager. Er war die gute Fee der Flames, vermittelte die Studi-Band an Afri-Cola, die zum Werbesong Musiker suchte. Die Flames packten zu. Für sie war Everytime die große Chance, die Eintrittskarte in die wunderbare Welt des Showbiz. Der Afri-Spot und diese 15 Sekunden Werbemusik, die da erschienen ist, hat ja so einen Boom ausgelöst, ja, dass es darum ging, das schnell zu machen. Also es ging jetzt nicht darum, da jahrelang rumzucasten. Bestimmt gibt es noch Leute, die das auch können. Aber ich würde mir vorstellen, dass man da ganz lang suchen muss, so jemanden zu finden, der das so klasse kann wie die Band. Jetzt, wo sie bekannt sind, gilt es, mit eigenen Songs nachzulegen. Der erste Gitarrist, der mich beeinflusst hat, war Scotty Moore von Elvis. Ich habe die frühen Elvis-Platten von meinen Eltern gehört, immer am Wochenende. Und ich habe halt irgendwann angefangen, es hat mir so gut gefallen, ich wollte halt so spielen wie der. Familie, Uni, Freunde, alles läuft zurzeit auf Sparflamme. Also sind wir vormittags vielleicht hier im Studio und nehmen was auf oder proben irgendwas und an neuen Sachen. Und Demos und tralala und dann geht's in die Hochschule, dann habe ich da vielleicht Unterricht, habe ich da noch eine Orchesterprobe, dann geht's wieder hierher, also es ist schon ein bisschen an der Grenze gerade. Die Fans warten, die Plattenfirma drängelt, im Frühjahr kommt die erste Tour und die neue CD. Ich denke nicht, dass man jetzt schon klar sagen kann, in welchem Stil die CD rauskommen wird. Also es wird auf jeden Fall... Sie wird klasse. Ja. Sie wird richtig gut. Sie wird brennen. Auf jeden Fall. Das Märchen von der Kellerband. Jetzt ist es Wirklichkeit. Und wenn auf der neuen Platte noch ein Hit wie Everytime ist, dann kennt man die Flames vielleicht auch noch morgen. Jetzt ist es endgültig auch bei uns soweit. Was ist da? Die Kälte. Unter 0 Grad. Was